So, jetzt sind wir wieder beim Shoppen. Schon einiges dabei, aber das ist natürlich klar, wenn ich mit Sarah einkaufen gehe, sie will ein paar Sachen haben. Jetzt sehen wir hier noch einen kleinen Supplement-Store. Hier gibt es natürlich auch einige Nahrungsergänzungsmittel. Ja, hier, dass ihr das nochmal seht. Spanien ist auch voll damit. Und jetzt werden wir einen richtigen Hypermarkt stürmen. Einen der größten Supermärkte, wa? Ja, würde ich so sagen. Denke ich schon. Und also, was sieht man da schon? Übergroße Typen. Das wird auf jeden Fall super schön. Ja? Da gehen wir jetzt rein, Leute. Das ist ein Supermarkt hinter mir. Unglaublich groß, kann ich nur sagen. Schauen wir mal rein. Sarah, eine Stange Zigaretten kostet hier 22 Euro. Wenn wir Raucher wären, würden wir uns erstmal in Spanien mit Zigaretten eindecken. Also, Zigaretten brauchen wir nicht. Ein paar andere Sachen sind hier auch ein bisschen günstiger, weil die haben hier, glaube ich, in Spanien standardmäßig nur 7% Mehrwertsteuer, so wie ich das verstanden habe. Da spart man natürlich ein bisschen was, gerade so bei Unterhaltungselektronik und so. Bei Lebensmitteln haben wir in Deutschland selber nur 6 oder 7%. Was denn das, bitteschön? Das sind Muffin, wa? Ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist ja echt der Wahnsinn. Ja, Preis ist schon mal günstig, wa? 2 für 7 Euro? Kein Wunder, dass die so einen dicken Hintern dann kriegen. Ja, ich habe auf jeden Fall das Richtige gefunden, ne? So, ja, Fisch gibt es hier natürlich auch. Und ich glaube mal, Fisch ist direkt, wenn man auf einer Insel ist, schon mal die bessere Wahl. Auf jeden Fall mal mitkommen kurz. Wie so ein alter Mann bin ich hier mit meinem Wägelchen unterwegs. Schaut mal her. Wenn das nicht fantastisch aussieht, ja? Als Pescetarier geht einem da einfach das Herz auf. Alles frisch gefangen in der Qualität. Es darf auch nicht nach Fisch riechen. Also schaut euch das mal da hinten an. Geht mal rüber mit der Kamera. Ja, wenn es frisch riecht und nicht nach Fisch riecht, dann kann man es essen. Hier erinnert einen das natürlich noch an das Tier, was es mal war. Hier mit der Hufe. Ja? Das ist schon echt eine komische Vorstellung, so zu essen. Aber auf der anderen Seite, jedem das seiner. Ich frage mich wirklich, was wir in Deutschland falsch machen oder ob wir das irgendwie nicht verdient haben. Guckt euch mal diese Auswahl an hier. Sarah hat gerade so eine Cookies gefunden ohne Zucker. Wir werden jetzt hier voll zuschlagen, werden uns mitnehmen, was in die Koffer passt. Ich habe hier gerade schon so ein paar leckere Bran Flakes gefunden. Die gibt es auch in Deutschland nicht. Hier ist von so einer Eigenmarke von diesem Supermarkt mit ganz viel Ballaststoffen. Richtig lecker, die habe ich schon im Hotel getestet. Und jetzt hauen wir uns hier natürlich noch so ein paar Mini-Cookies und so rein. Alles zuckerfrei, was es hier gibt. Und ja, ich meine, ich finde es ein bisschen schade. Es gibt so viele Möglichkeiten, auf Zucker und auf diese einfachen, leeren Kohlenhydrate zu verzichten. Warum denn nicht mal bitte in Deutschland? Mal eine riesengroße Auswahl an zuckerfreien Lebensmitteln mit verschiedenen Zuckeraustauschstoffen, mit verschiedenen Süßstoffen. Zum Beispiel hier, Sarah hält es ja schon so penetrant in die Kamera. Wir wollen es auf jeden Fall mal testen und natürlich mit Walden Farm vergleichen, was besser ist. Hier sind noch so ein paar was Kekse noch? Und so. Kekse ja? Mit Stevia. Ja. Warum gibt es sowas nicht bei uns? Ja, gibt es ja von Walden Farm. Deswegen kaufen wir ja das und vergleichen das mal, was besser ist. Und dann wissen wir, was wir so angeboten bekommen. Ob das nur so die zweite Wahl ist oder so. Ich meine, in Spanien leben irgendwie die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben. Und wir haben bei uns nur so eine beschränkte Auswahl. Wollen die uns eigentlich verarschen? Scheinbar. Ja, auch total interessant. Sogar Supplemente gibt es hier im Supermarkt. Der letzte Schrott, dieser Weida Supermass Mega Gainer 2000, ist hier sogar gesicherter, als wenn es sich hier um irgendwelche hochwertige Ware handelt. Aber schon mal schön zu sehen, dass es so die ein oder anderen Produkte hier, Fatburner, L-Carnitin, halte ich nichts von, Magnesium und Vitamin B6, dieses ZMA, unten noch so ein paar ISO-Getränke hier, einfach ganz normal im Hypermarkt gibt. Ja, und ich sehe hier auch ein paar Sportklamotten. Ich glaube, hier müssen wir mal reingehen. Ja, ich will euch auf jeden Fall noch so ein paar Videos machen. Wir sind gerade so dabei, so ein bisschen zu analysieren, wie das sein kann, dass wir in Deutschland eigentlich nur so eine begrenzte Auswahl haben. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt hier in so einem Hypermarkt drin. Und hier gibt es Schuhe, hier gibt es Sportklamotten. Da hinten haben die sogar Adidas und Nike und so. Ja, darüber habe ich mir so ein bisschen nachgedacht, habe so ein paar Sachen recherchiert und so ein paar Erkenntnisse gewonnen. Ja, es sind zwar brutale Erkenntnisse, aber auf jeden Fall interessant, gerade für denke ich mal, 80 Millionen Deutsche eine Sache, über die man mal nachdenken sollte. Es geht wirklich um uns, es geht um unsere Ernährung und ich meine, das, was wir in unseren Körper reinstecken, investieren wir. Was wir hier kaufen können, sind Schuhe und irgendwelche Sportartikel. Ja, das ist keine Investition in den Körper, sondern es geht wirklich um das, was wir zu uns nehmen. Und das ist schon echt krass, wenn man sich überlegt, wie wir eigentlich verarscht werden. Aber das kommt noch in einem extra Video, nur so viel dazu.